Buffer Overflows sind in der IT-Welt ziemlich gefürchtet, sind ziemlich große Schwachstellen. Wenn man heutzutage einem Buffer Overflow begegnet, hat es meistens höchste Priorität, dass man diesen bekämpft und diesen fixt. Dadurch kurze Frage in die Runde, wer von euch weiß überhaupt schon, was ein Buffer Overflow ist? Willst du es uns vielleicht kurz erklären? Nein? Okay. Ein Buffer Overflow ist, ich komme dazu nochmal später, das kann jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen sein. Ein Buffer Overflow ist einfach bloß ein Überschreiben von Speicher in einem Programm. Wir werden das gleich sehen. Um zu verstehen, überhaupt wie Buffer Overflows funktionieren, müssen wir erstmal wissen, wie ein Programm kompiliert aussieht. Dafür habe ich hier dieses Standardprogramm. Kann man das erkennen? Okay, super. Ist ein einfaches Hallo-Welt-Programm, beziehungsweise in unserem Fall ein Hallo-Alpakas-Programm. Das dürfte jeder von euch verstehen. Wenn nicht, wird es schwierig. Ist es für alle ungefähr klar, wie das funktioniert hier, was hier passiert? Okay, super. Falls man das kompiliert, zum Beispiel mit einem Programm wie GCC, also der GNU Compiler Collection, dann kommt so etwas raus. Was man hier sehen kann, ist Assembly. Das ist grundsätzlich die Maschinensprache, die Sprache, die der Computer funktioniert, versteht. Natürlich sieht es nicht genauso aus, das ist jetzt nochmal ein bisschen menschlich aufgearbeitet, dass man da irgendwas sehen kann. Und Assembly besteht aus verschiedenen Instruktionen. Zum Beispiel haben wir hier ganz am Anfang eine Push-Instruktion. Das ist einfach bloß, wir nehmen das Register. Also es gibt verschiedene Register, die Werte beinhalten können. Es gibt auch spezielle Register. Hier das Base-Pointer-Register packen wir ganz oben auf unseren Speicher drauf, machen dann ein bisschen Magie damit. Hier unten kann man zum Beispiel erkennen, wird die Printf-Funktion aufgerufen. Das kann man hier drüben, hier, wundervoll erkennen. Ist dieselbe Funktion, die da drüben steht. Man kann das also auch in Assembly wiedererkennen. Und am Ende beenden wir einfach bloß das Programm. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Ausschnitt des Stacks. Der Stack ist das, was bei einem Buffer Overflow meistens überschrieben wird, was meistens für diese Katastrophen sorgt, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und um jetzt zu verstehen, wie es vor sich geht, können wir uns den Stack auch eher quer vorstellen. Also jeder einzelne verschiedenfarbige Bereich hier steht für eine Speicherregion, für eine Region, wo Sachen drinstehen, wie Werte, Variablen, Instruktionen, die der Computer ausführen soll. Und in unserem Fall steht der blaue Bereich für eine Nutzereingabe. Und falls ein Buffer-Overflow geschieht jetzt, falls in diese Eingabe, also in diesen Platz, den wir hier sehen können, mehr geschrieben wird, als eigentlich reinpasst. Es sieht dann so aus, das heißt, wir haben auf diesem Stack eine bestimmte Größe reserviert von vielleicht 16 Bytes als Beispiel und schreiben jetzt aber 32 Bytes rein. Das überfließt aus der Variable, das fließt aus der Variable raus. Es wird häufig erklärt, man kann sich das auch gut vorstellen wie ein Kleiderschrank mit bestimmter Größe und wir packen immer und immer mehr Sachen rein und irgendwann haben wir noch Sachen übrig, die wir irgendwo unterbringen müssen. Der Kleiderschrank ist also aber voll, also packen wir es in den nächsten Kleiderschrank, der direkt daneben steht. Kann zu Problemen führen. Und wie das jetzt im Code aussieht, kann man hier sehen. Wir deklarieren, also es ist auch ein relativ einfaches Programm. Wir deklarieren einen Buffer, dieser hat eine Größe von 16 Bytes, wie ich vorhin schon besprochen habe, und rufen jetzt die Gets-Funktion auf. Die Gets-Funktion wird heute nicht mehr verwendet, außer man ist wirklich nicht sonderlich kompetent in seinem Job, denn sie ist ziemlich unsicher. Sie überprüft nämlich nicht, wie groß der Buffer ist, in den sie schreibt. Alles, was sie macht, ist also Nutzer-Input nehmen, diesen in den Buffer zu packen und immer mehr, egal wie viel der Nutzer gibt. Am Ende geben wir halt diesen Buffer aus, falls es da überhaupt was zu ausgeben gibt, und beenden das Programm. Wenn man das jetzt ausführt, kann man, falls man was eingibt, was noch in diesen 16 Beitragen liegt, zum Beispiel Hallo, kann man sehen, wie auf dem Bildschirm wieder Hallo ausgegeben wird. Ich habe das jetzt leider nicht als Beispiel dabei, tut mir leid. Falls man allerdings mehr eingibt,
dann kommt es eben zu einem Buffer Overflow. Welche Auswirkungen könntet ihr jetzt haben, fragt ihr euch vielleicht. Ich habe bisher bloß erklärt, dass da irgendwas überfließt irgendwo. Ist jetzt vielleicht nicht so anschaulich. Nun, zum einen kann er natürlich Denial of Service auslösen. Das ist, du guckst immer so kritisch. Wenn du eine Frage hast, kannst du sie gern stellen. Will heißen, wenn jetzt so viel hereingeschrieben wird, dass das Programm einfach nicht mehr weiterarbeiten kann, dass Instruktionen oder ähnliches, die eigentlich im Stack lesen, die ausgeführt werden sollen, nicht mehr einlesbar sind, dann kommt es dazu, dass das Programm entweder abstürzt oder durch irgendein Sicherheitsfeature abgeschaltet wird. Gegebenenfalls kann man Variablen und Werte auf dem Stack überschreiben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund euren super geheimen Key in einer Variable gespeichert habt und aber einen Buffer Overflow in eurem Code habt, dann kann dieser super geheime Key überschrieben werden und schon weiß der Angreifer, welcher super geheime Key in eurer Applikation verwendet wird. Man kann sich dann, was weiß ich, wofür auch immer ihn verwendet, vielleicht in euren Server einloggen, sonst was machen, kommt eben darauf an, wie es verwendet wird. Und im schlimmsten Fall kann er mit Remote Code Execution erreicht werden. Also Code kann auf einem anderen System ausgeführt werden. Es ist heute ziemlich schwierig durchzuführen. Heute haben Compiler selbst schon eingebaute Sicherheitsfunktionen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Stack nicht mehr so schön gerade ist, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, sondern dass der sehr ist übertrieben, aber dass er zufälliger ist, sodass ein Angreifer jetzt nicht einfach irgendwelche Adressen raten kann. Der Stack ist normalerweise auch nicht ausführbar. Wenn ihr da selbst jetzt irgendwas in eine Variable schreibt, könnt ihr das, was ihr da reinschreibt, nicht einfach ausführen lassen. Konnte man früher, kann man manchmal immer noch, normalerweise aber nicht. Oder es gibt die sogenannte Stack Canary, habe ich vorhin schon so ganz leicht angeschnitten. Diese ist einfach bloß, also es ist ein kleiner Wert, der auf dem Stack geschrieben wird und der wird immer und immer wieder überprüft. Und falls dieser überschrieben wird und überprüft wird und man merkt, der ist nicht mehr so wie davor, weiß man, da ist anscheinend ein Buffer Overflow geschehen oder irgendetwas hat diese Canary verändert. Ich beende jetzt einfach das Programm, einfach nur um dafür zu sorgen, dass nichts Schlimmeres geschieht. Ich habe euch auch dazu ein Beispiel mitgebracht, um das Ganze schöner zu machen. Ich wollte das eigentlich besser erklären. Ich habe eigentlich ein richtig schönes Beispiel ausgedacht. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Kennt ihr vielleicht? Deswegen werde ich euch jetzt einfach am Programmcode entlang führen und eine kurze Demonstration geben. Ein funktionierendes Exploit habe ich jetzt leider nicht. Ich hoffe, man kann alles erkennen. Super. Das Ganze hier, ich kann euch die vielleicht erstmal vorführen, das Ganze hier ist, ich habe es jetzt Reader genannt, ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach bloß eine Applikation, die Dateinamen einnimmt und dann den Inhalt der Datei ausgibt. Zum Beispiel haben wir hier ein example.txt, die habe ich erstellt. Dann gibt es Trans Rights are Human Rights aus, steht in der Datei so drin. Ich kann auch jetzt, das kann man vielleicht im Programmcode besser sehen, das Ganze, was ich eingebe, wird in diesem Buffer hier gespeichert, Filename. Dieser ist 16 Bytes groß und ich rufe die berühmt-berüchtigte Gets-Funktion drauf auf. Manche von euch können wahrscheinlich schon erraten, was jetzt passiert. Will jemand sagen, mehr Publikumsinteraktion? Will jemand sagen, was passiert, wenn ich jetzt hier mehr eingebe als 16 Buchstaben? Kann man das noch überschreiben, als geht kaputt? Ja, okay. Ja, es stimmt, es geht kaputt. Wenn ich jetzt hier einfach mal einen Haufen reinhaue, hat man diese Ausgabe Segmentation Fault. Das bedeutet einfach bloß, der Stack, den ich euch vorhin gezeigt habe, ist nicht mehr genauso geordnet, wie er jetzt sein sollte. Es sind einfach Werte drauf, die man nicht mehr wirklich verarbeiten kann. Falls ihr so etwas irgendwie irgendwann mal seht, warum auch immer, dann solltet ihr darauf definitiv ein waches Auge haben, das vielleicht ein bisschen mehr euch anschauen. Kann sein, dass ihr was sehr, sehr Großes dabei entdeckt habt. Schön wär's. Oder schlimm wär's. Schön, schlimm. Falls man jetzt es schafft, was ich nicht geschafft habe, diese Zeichenkette,
die ich hier oben geschrieben habe, dieses da richtige Werte ranzuhängen, kann man es theoretisch auch schaffen, Code auszuführen. Ich hatte das ursprünglich gedacht, das hiermit zu probieren, dass man dafür sorgt, dass diese Funktion hier ausgerufen wird, was dann eine Shell spawnt, was dann unwichtig, ich konnte es euch nicht vortragen, leider. Es war mein sehr unspektakulärer und unsortierter Vortrag zu Buffer Overflows. Ich hoffe, ihr habt es zumindest einigermaßen verstanden. Haben wir Zeit für Fragen? Ich glaube, der war so kurz es geht, oder? Ja. Also falls es irgendwelche Fragen gibt, falls ich etwas sehr unverständlich erklärt habe, falls es Kritik gibt und ihr etwas besser erläutern wollt, als ich es getan habe, könnt ihr das gerne jetzt tun.